sei eine komplexwertige quadratische Matrix gegeben. Sie hat drei Zeilen und drei Spalten. Und somit existiert die Jordan-Normalform. Und ich kann diese Jordan-Normalform als Matrixprodukt formulieren. Da wir den Körper der komplexen Zahlen hier zugrunde liegen, zerfällt das charakteristische Polynom auf jeden Fall in Linearfaktor und somit existiert diese Jordan-Normalgestalt für diese Matrix auf jeden Fall. Wir gewinnen auch eine sogenannte Transformationsmatrix und die ist invertierbar. So, sei A und die Jordan-Normalform gegeben mit die algebraische Vielfachheit vom Eigenwert Lambda-Index i ist die geometrische Vielfachheit von diesem Eigenwert Lambda-Index i, und zwar 1 für i gleich 1, 2, 3. Ja, das heißt, wir haben drei verschiedene Eigenwerte. Dazu gibt es drei Eigenvektoren. Und somit ist die Jordan-Form für diesen Fall hier eine Diagonalgestalt, ja, eine Diagonalmatrix. Die Aussage ist dann ist V1, ich kürze es ab, der Eigenvektor zum Eigenwert, ich kürze es ab, E.W, Lambda 1, V2 der Eigenvektor zum Eigenwert Lambda 2 und V3 der Eigenvektor zum Eigenwert Lambda 3. Beweis: Ja, es existiert die Jordan-Normalgestalt. Wir können die Voraussetzung an der Stelle verwenden. Nun multiplizieren wir von links die Matrix T an die Jordan-Form heran. Aufgrund der Gleichheit muss ich dann die Matrix T auch auf der rechten Seite antragen. Dann habe ich T mal die Jordan-Form ist T mal T hoch minus 1 mal A mal T. Hier kann ich die Einheitsmatrix mit drei Zeilen und drei Spalten erkennen. Hier könnte ich beliebig klammern. Einheitsmatrix mal Matrix ergibt die Matrix selbst. Und ich kann zunächst folgern, dass T mal die Jordan-Form nichts anderes ist als A mal T. Das kann ich wiederum anders schreiben. Ich kann die Gleichung drehen. Das ist A mal T gleich T mal die Jordan-Form. Ja, mit der Erkenntnis, dass die Jordan-Form nichts anderes sein muss als die Diagonalform. Und die Diagonalgestalt hat ja nur die Eigenwerte auf der sogenannten Hauptdiagonalen stehen. Folgt dann, ich habe eine Matrix mit drei Zeilen und drei Spalten. Die wird multipliziert mit einer Matrix T und die Spaltenvektoren der Matrix T schreibe ich wie folgt. Der erste Spaltenvektor soll V1 sein, der zweite Spaltenvektor V2 und der dritte Spaltenvektor V3. Diese Matrix kommt ja hier nochmal vor, also übernehme ich das jetzt. Hier steht der erste Spaltenvektor V1, hier der zweite und schließlich der dritte. Diese Matrix wird mit der Jordan-Normalform, in dem Fall hier die Diagonalmatrix, multipliziert. Gut, wenn ich mir jetzt mal dieses linke Matrixprodukt anschaue, dann müsste ich ja aufgrund der Regel für die Matrixmultiplikation zunächst dieses Produkt hier verrechnen, dann dieses Produkt hier verrechnen und schließlich dieses Produkt verrechnen, um in der Ergebnismatrix in dem ersten Spaltenvektor einen entsprechenden Vektor zu generieren. Und dieser entsprechende Vektor ist aufgrund dieser Rechnung nichts anderes als das Bild von dem Vektor V1, unter dieser Matrix A.
Also es steht tatsächlich da, das ist äquivalent zu, im ersten Spaltenvektor in der Ergebnismatrix steht das Bild von V1. Analog für den zweiten Spaltenvektor, das ist das Bild vom Vektor V2. Der dritte Spaltenvektor in der Ergebnismatrix ist ja das Bild von V3. Auf der rechten Seite, wenn ich mir das mal genauer anschaue, dann habe ich hier ja Nullen, jede Menge Nullen. Also habe ich unter Verwendung der Regel für die Matrixmultiplikation als Ergebnis in der ersten Spalte meiner Ergebnismatrix nichts anderes als das Vielfache von dem Vektor V1. Und in der zweiten Spalte muss stehen, das ist das Vielfache von V2. Und in der dritten muss stehen, das ist das Vielfache von V3. Ja, das folgt direkt aus der, ja, Regel für die Matrixmultiplikation. Kann gar nicht anders sein, weil wir haben eben jede Menge Nullen hier in dieser Jordan-Normalform. Gut, also kann ich hier tatsächlich schreiben, diese Matrix muss dann das hier sein. Das Vielfache von V1 in der ersten Spalte, das Vielfache von V2 in der zweiten Spalte, das Vielfache von V3 in der dritten Spalte. Ja, die Gleichung kann aber nur dann erfüllt sein, wenn die Spaltenvektoren jeweils übereinstimmen, ja? Also daraus folgt, es muss gelten, a mal V1 ist Lambda 1 mal V1, a mal V2 ist Lambda 2 mal V2 und a mal V3 ist Lambda 3 mal V3. Gut. Jetzt habe ich hier eine Vektorgleichung jeweils. Hier steht ein Vektor und hier steht ein Vektor. Jeweils. Jetzt möchte ich das gern weiter umformen. Das kann ich tun, denn ich kann diesen Vektor problemlos auf die andere Seite überführen mit Minus. Ja, dann steht eben der Nullvektor jeweils auf der rechten Seite. Denn das kann ich natürlich mit den anderen beiden Gleichungen auch machen. Also steht hier a mal v1 minus lambda 1 mal v1 ist der Nullvektor und hier steht a v2 minus lambda 2 mal v2 ist der Nullvektor und hier a mal v3 minus lambda 3 mal v3 ist der Nullvektor. So, jetzt wäre es schön, wenn ich hier eine Matrix hätte, weil dann könnte ich aufgrund der Rechenregeln für Matrizen ein Matrix mal Vektorprodukt jeweils schreiben. Aber das kriege ich hin, denn ich kann ja schreiben, das ist a mal v1 minus die Einheitsmatrix, ja, beziehungsweise ich kann es so schreiben, Skalar mal die Einheitsmatrix, ja, mit 3 Zeilen und 3 Spalten, deshalb die 3, ja, und ein Vektor wird immer von rechts an die Matrix heranmultipliziert mal v1 und das ist immer noch der Nullvektor. Das kann ich mit den anderen zwei Gleichungen genauso machen. So, und jetzt kann ich zusammenfassen. Also ich kann den Vektor herausziehen sozusagen, rausschreiben, denn das ist äquivalent zu a minus Lambda 1 mal diese Einheitsmatrix multipliziert mit diesem Vektor, beziehungsweise der Vektor mit der Matrix multipliziert. Hier steht ein Matrix mal Vektorprodukt. Ist der Nullvektor. Es geht mit den anderen Gleichungen analog. So, und daraus folgt schon die Behauptung, denn diese Gleichungen gelten ja jeweils nur dann für einen entsprechenden Eigenvektor. Ja? Das ist ja eine Eigenvektorgleichung. So eine Gleichung muss ja für einen Eigenvektor gelten. Jetzt haben wir eben 3 Stück und 3 verschiedene solche Vektoren. Also gilt tatsächlich
V1 ist Eigenvektor zum Eigenwert Lambda 1, V2 ist Eigenvektor zum Eigenwert Lambda 2 und V3 ist Eigenvektor zum Eigenwert Lambda 3, QED.